So, und an der Stelle, moin Leute, was geht, euer Junior und ja, meine lieben Freunde, heute geht's ins Spiel, 1. FC Magdeburg gegen Elversberg, die zweite Bundesliga startet wieder, let's go, ich als Magdeburger hab unnormal Bock und freue mich, dass es endlich wieder losgeht, ich hab's echt vermisst, jedes Wochenende ins Stadion zu gehen, egal ob heim oder auswärts und ja Leute, an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns in Magdeburg. In Magdeburg, jetzt angekommen, ja Leute, ich konnte jetzt unterwegs nicht so viel mitfilmen, weil der Zug war wirklich richtig voll. Oder ich dachte mir, ich fahre hier gerade zum Magdeburg gegen Hamburg-Spiel. So voll war es wirklich. Ja, Jörn ist hier an Start. Jörn, hau mal kurz deinen Tipp raus, komm. 3-1. Ja, Leute, mein Tipp ist auch 3-1. Wir beide tippen 3-1. Magdeburg. Ja, ich schätze, es wird wirklich ein Spiel sein. Mit, was denn? 3-1. Jawohl, 3-1. Ja, auf jeden Fall wird das ein Spiel sein, was sehr viel hin und her geben wird. Aber Magdeburg muss gewinnen. Elversberg sehr viele Leistungsträger verloren. Und ja, man darf einfach Elversberg nicht unterschätzen. Das ist klar, aber ich glaube, wir holen das Ding. Und an der Stelle würde ich sagen, Leute, wir sehen uns am Stadion. Wir sind jetzt am Stadion angekommen, Leute. Und jetzt gibt es eine schöne Bulette. Ja, ich hab's vermisst, Leute. Wilhelm, was sagst du? Ja. Nein. Geisteskrank, Leute. Wirklich 10 von 10. Leute, das ist geisteskrank, ey. Ja, dann möchte ich sagen, Leute, wir sind jetzt drinnen. Wir sind jetzt drinnen. Die Torhüter von Elversberg sind gerade reingekommen. Ja, Magdeburg plant eine Choreo, so wie es aussieht. Ja, da bin ich mal gespannt. Es sind ungefähr 100 Elversberger am Start, 130 glaube ich. Und ja, das wird geil. Erstes Heimspiel, es geht wieder los. Ich hab Bock. Ja, und das, Leute, ist es unsere Sicht für die nächsten 16 oder 18 Heimspiele. Gerade vor kurzem ist die Ausstellung rausgekommen. Ja, Reimann, Texier. Reimann ja jetzt Kapitän. Krass. Finde ich geil. Elham Kuri. Elham Kuri ist auch geil, ja. Heber, Matissen, Musunda, genau. Hugonet. Knacker und Bucker. Und da kommt die Torhüter von den 1. FC Magdeburg raus. Rechtzeitig. Kommt, Jungs. Richtig geil. Finde ich gut. Und jetzt kommt die Mannschaft von Elversberg rein. Da kommen unsere Magdeburger. Let's go, kommt Jungs. Kommt Jungs, direkt die 3 Punkte holen jetzt hier, kommt. Lukas. Fußballclub Magdeburg! Fußballclub Magdeburg! FCM! Hier, hier! FCM! Hier, hier! FCM! Unsere 15 Hacks. Daniel! Eva! Danny Fuß,
Schild und das Tor zum Stadion. Unsere Fans aufgeregt, schreien alle im Herzen, die auf unserer Seite stehen. Sie geben uns die Kraft, um in den Kampf zu gehen. Stadion! Ein Sprüge Stadion! Jetzt kommen beide Mannschaften raus! Magdeburg mit den Anstoßen, das ist ohne mein Auto, ich verstehe mich gerade gefühlt selbst nicht, geisteskrank. Jetzt Elversberg, oh mein Gott, Grätsche, Magdeburg, oh mein Gott, Digga, erste große Möglichkeit für Elversberg. Oh, jetzt Magdeburg, oh mein Gott. Ey, da war nichts! Da war nichts! Jetzt krass! Noch nichts, aber jetzt komm! Mann! Nee! Aber Ecke! Die erste Ecke des Spiels gehört Magdeburg! Kommt, Jungs, hoppel! Elzein, genau! Wird die Ecke ausführen! Barsartig ist ja aktuell verletzt, kommt aber wahrscheinlich nicht wieder! Keine lange Verletzung. Sehr gut. Komm, Ecke. Oh, die kommt schön. Ja! Ja! Doch nicht. Abseits. Hä? Oh, hey. Mann! Jetzt Elversberg mit dem Freistoß. Freistoß kommt. Boah, Dominik, schön. Jetzt Magdeburg von aus. Ja, der Ball dir sei. Boah, super Ball. Dex hier, super Annahme. Jawohl. Ja. Boah! Mann! Jetzt Magdeburg mit der Ecke. Vielleicht jetzt mal das Kopfballtor ohne Abseits. Ecke kommt. Kommt gut. Schuss. Ah, nee, der war nicht gut. Jawohl. Und jetzt mal vielleicht die Flanke rein. Nein! Hey! Hey! Digga, Schiri! Digga, ey! Jetzt Elversberg. Nein. Jawohl, Dominik Hartz. Sehr schön. Sexy, ja, vielleicht. Hey! Digga, ey, Schiri. Jetzt. Hey! Schiri, jawohl. Sehr schön gesehen. Jetzt Magdeburg. Ja, Schuss! Mann! Digga, das war so gut gemacht. Oh, yeah.
Sieborn aus. Der ist nicht aus. Der ist nicht aus. Jetzt. Nein, oh mein Gott, Mann! Lauf, komm! Ah, schade. Schade. Jetzt Kars, jetzt Kars. Ah, schon verkackt, Digga. Bro, ich hack's nicht wirklich. Bitte baller diesen Dreckball da einfach drauf. Mann, Jungs, bewegt euch. Kars hätte schon lange schießen sollen. Schuss, Bruder. Weit mal geschossen, ist okay. Oh nein! Jetzt Elversberg. Oh mein Gott, Schuss. Oh. Und der ist weg. Boah, Digga, ja. Ey! Er ist ab zu 3 gelaufen, Schiri. Jawohl, das müsste Freischuss sein, oder? Freischuss? Ja, ja. Jetzt Freistoßen an, klaren Foul für Magdeburg. Man hat es deutlich gesehen, noch klarer geht nicht. Kommt Jungs, das ist noch vor der Halbzeit, das 1-0 wäre schön. Flanke kommt und wie die kommt. Nein! Ah, Mann! Jetzt Elversberg. Oh, stark gemacht von Elversberg. Ja, sehr schön. Jetzt Elversberg mit einem sehr guten Freistoß. Oh mein Gott, Latte! Alter Falter! Ecke jetzt für Elversberg. Ja, und raus damit. Elversberg. Immer noch Flanke und raus damit. Ja, meine lieben Freunde, jetzt ist Halbzeit. Was soll ich sagen? Es war eine richtig geile Halbzeit bis jetzt und die Stimmung ist Weltklasse von Magdeburg. Elversberg hört man zwischendurch auch mal ein bisschen, aber das sind auch noch 130 Fans. Da kann man nicht viel erwarten. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Magdeburg manchmal gefährlich, Elversberg manchmal gefährlich. Beide Teams machen kein schlechtes Spiel. Ich würde sowas sagen, dass Magdeburg noch etwas besser ist. Wir müssen nur die Chance nutzen. Das ist halt sehr, sehr gut. Und ja, Leute. Wir haben keine Halbzeit bis jetzt sehen. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sind jetzt in der zweiten. Und da kommen sie, unsere Magdeburger, zu der Halbzeit 2. Let's go, Jungs. Komm, gib nochmal Vollgas. Gib Vollgas, komm. Und die Halbzeit 2 startet jetzt. Elversberg mit dem Anstoß. Kommt, Jungs, gib Vollgas. Gib Vollgas. Elversberg, jawohl, schön, komm, kommt Jungs. Jetzt, jawohl, super Grätsche, Digga, super Grätsche von Eber. Wo wäre nicht da reingerichtet, das ist ein Tor gewesen. Super Ball, auf dem Außen. So, jetzt Flanke, boah, schade. Jetzt Elversberg. Oh, schön, schön. Matizen macht so einen guten Job. Ja, ja, der ist gut. Jetzt Magdeburg, Heber. Ja, Magdeburg. Und außen. Ja, schade. Zweiter Versuch. Oh, nochmal. Komm. Und Ecke, jawohl, kommt. Jetzt Ecke, Magdeburg. FDM. Kommt. Schade. Oh, der kommt hoch. Torwart hat. Jetzt. Die Ecke wird kurz ausgeführt. 5 Uhr und 1 Gegner.
Ah, oh, Mann! Jetzt. Boah, schade. Einwurf jetzt hier gesagt. Jetzt. Schade. Jetzt. Elversberg. Jawohl, Schiri. Also ich sag mal so, man hätte es faul gehen können. Faul war es. Also es war schon gezogen, aber es war noch mal zu wenig einfach. Es war zu leicht. Hey. Hey. Einmal los. Nein, Mann, Ecke, 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 jawohl, kommt Jungs, kommt! Jetzt Ecke Magdeburg! Alter, weiter, Junge, Junge! Ecke kommt! Ah, nee, schade! Ah, Jungs! Scheiße, Scheiße, Alarm, 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 Alarm. Jawohl. Mein Gott. Ja, weiter geht's. Bruder, wie viele liegen da jetzt? Drei Leute liegen da auf einmal. Lol. Jetzt haben wir weg. Schön. Oh, jetzt Elversberg. Hey, Magdeburg hat sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt Magdeburg. Komm! Komm! Nein! Ey, der Ball will wirklich nicht rein, ich check's nicht. Jetzt, ja, wir haben. Nein! Der scheiß Ball will nicht rein, Mann! Jetzt die 10. Ecke mittlerweile von Magdeburg. Ja, jetzt kommt Jungs. Bitte ein Tor. Bitte, lieber Gott. Mann! Hey! 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 Digga, Schiri, Mann! Komm! Jawohl! Komm. Ito, Ito! Ja! Nein, Mann! Mann! Das gibt's nicht, Mann! Junge, das kann doch nicht sein! Jetzt Magdeburg. Vielleicht der letzte Angriff. Ein ganz großes GG an Elversberg. Ich sag's euch, ihr wart nicht schlecht, wir waren besser, das muss man ganz ehrlich sagen, aber ihr wart wirklich nicht schlecht. Und ja, viel Erfolg für die Saison. Und ja, nächstes Jahr sieht man sich dann auch jetzt bei euch. Und da kommen unsere Jungs, Leute. Ihr habt ein super Spiel gemacht, Jungs, wirklich. Riesen Respekt geht an euch raus. Schade, dass wir heute nicht gewonnen haben. Dieses eine Tor hat halt gefehlt. Ich bin jetzt mittlerweile zu Hause, Leute. Ja, haben gerade noch gegessen. Dies ist Ananas. Und ja, Leute, jetzt kommt meine Meinung zum Spiel. Also erstmal ein großes GG an Elversberg hier nochmal. War echt ein gutes Spiel gegen euch. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es war ein richtig gutes Spiel von FCM. Jetzt mal ohne Spaß. Nur dieses eine Tor hat halt gefehlt. Wirklich, der Ball wollte heute nicht ins Tor rein. Ich schwöre auf alles, wir hätten so gute Chancen gehabt. Ja, ich sag mal so, Elversberg ist schon auch gefährlich gekommen, aber wir hatten deutlich mehr Chancen gehabt. Nur der Ball wollte einfach nicht ins Tor rein. Ja,
die Pässe, Schüsse, alles hat gestimmt. Ja, aber der Ball wollte einfach nicht so rein. Er wollte einfach nicht. Ja, Leute, was soll man machen? Scheiß drauf, weiter geht's. Nächste Woche, auswärts in Braunschweig, bin ich auch dabei, Leute. Ihr könnt euch da auch auf einen neuen, geilen Stadionblock freuen. Und ja, haut gerne eure Meinungen, eure, ja, was ihr zum Spiel jetzt sagt, in die Kommentare. Und an der Stelle haut rein, euer Jön. Ciao, ciao.